Dann bitten wir jetzt Herrn Dr. Thomas Tunsch auf die Bühne, der Kustos des Islamischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin ist. Und der fragt, wie netzsensibel die Museen eigentlich sind. Wir haben die Frage noch etwas geschärft. Wie netzsensibel sind Experten im Museum? Das betrifft also etablierte Arbeitsmethoden im Museum, vor allen Dingen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Museum, eine individuelle Planung, Durchführung und natürlich auch Abschluss. Meistens ist das dann eine Publikation, Katalog oder irgendetwas in der Art. Die Arbeitsmittel, die gängigen Arbeitsmittel, Standardsoftware, spezielle Anwendungen oder bei Restauratorinnen und Restauratoren auch noch fachliche Anwendungen wie Metigo, was ich hier als Beispiel angeführt habe. Der durchgehende Arbeitsstil ist kooperativ, meistens in einem engen Zusammenhang mit einer individuellen Arbeitsumgebung. Es gibt häufig wenig Möglichkeiten des verteilten Arbeits. Das hat man auch im Beispiel des Naturkundemuseums gehört, was die Architektur angeht. Und häufig, das ist bei Spezialisten natürlich immer so, ein relativ eingeschränkter Fokus. Die Arbeitsmittel, die bei uns etabliert sind, sind Poollaufwerke für den Datenaustausch, manchmal auch für die gemeinsame Bearbeitung von Dateien und natürlich Groupware für Terminplanung und Datenaustausch. Drei Stichworte für Vernetzung, Partizipation, Kollaboration und Vernetzung. Und gegenübergestellt die drei Grundaufgaben im Museum, die Voraussetzung sind für alles, was danach folgt, das Sammeln, Bewahren, Erforschen. Darauf bauen dann Ausstellen und Vermitteln auf und schließlich landet das Ganze in der Gesellschaft, in der interessierten Öffentlichkeit. Und in der Gesellschaft spielt sich jetzt gerade die sogenannte digitale Revolution ab. Nochmal die drei Buzzwords dafür. Und jetzt haben wir das Problem, dass Museum 4.0 sich vor allem auf Ausstellen und Vermitteln konzentriert hat, was geschieht denn beim Sammeln, Bewahren und Erforschen? Wir haben Beispiele für kollaboratives Potenzial in den Museen. Ich beziehe mich hier vor allen Dingen auf die staatlichen Museen zu Berlin. Da haben wir mit Museum Plus unser Museumsdokumentationssystem, ein museumsfachliches System, ca. 600 Konten. Das ist mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der staatlichen Museen zu Berlin insgesamt. Wir haben ein Intranet als Wiki, ein SMB-Wiki, das mit dieser ganz allgemeinen Grundlage Texte und Medien eigentlich hervorragende Grundlagen für Kollaboration bildet, weil man alles damit eigentlich gemeinsam machen kann. Bei den ca. 450 Konten haben wir heute einen Aktivitätsstatus, das heißt alle, die mindestens einmal im Monat etwas tun, aktiv tun, von 10-15%. Dann gibt es noch eine Reihe von Anwendungen, ich habe ja einige beispielhaft aufgewendet, wo wir relativ wenig darüber wissen, wie häufig die von Kolleginnen und Kollegen angewandt werden, das heißt, wie vernetzt sie eigentlich in diesen Zusammenhängen arbeiten. Wie sieht das nach außen aus? Die typische Seite eines aus unserem SMB Digital. Ein Museumsobjekt wird vorgestellt und das Interessante daran, es befindet sich auf der Seite genau ein Link. Im Vergleich dazu ein Forschungsprojekt am British Museum, Research Space, hier mit Beispiel des Steins von Rosetta, 16 Links. Ich habe der eine Pfeil ist ein Pixel breit, der andere 16, da sehen Sie das Verhältnis zueinander. Ich hatte den Begriff Netzsensibilität noch nicht erklärt. Im Zusammenhang der Wissensgesellschaft bezeichnet er ein kognitiv, aber auch emotional wahrgenommenes Gespür für die Interdependenz und Verwobenheit der Welt. Daraus ergeben sich Fragen. Wie kann kollaboratives Arbeiten im Museum gefördert werden? Kollaborativ, also immer gemeint, zeitlich und thematisch unbegrenzt, vernetzt und offen für Vernetzung. Welche Vernetzungskompetenzen brauchen Experten? Welche Umgebungsbedingungen fördern Netzsensibilität und warum brauchen wir Netzsensibilität im Museum? So, vielen herzlichen Dank.